Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Schwarz. Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal sind wir in Septerna angekommen. Und haben im ewigen Wald ein Pokémon gefangen. Und zwar ein Bidifas. Ja. Hat solide Werte. Eigentlich Unkenntnis als Fähigkeit und ich habe es auf Level 15 gebracht, hat Aquaknarre und, glaube ich, Walzer erlernt. Ich denke mal, damit kann man ganz gut was anfangen. Und wir kümmern uns jetzt erst einmal ein bisschen um die Trainer hier. Das Blöde ist ja jetzt auch ein bisschen, dass wir im Wald selber dann kein Pokémon mehr fangen können. Oh, ist jetzt Somnian. Weil die Route hier, wo wir gerade uns drauf befinden, gilt ja bereits als ewigen Wald. Nebenbei kann ich mal erwähnen, dass dieser Name ein bisschen irritierend ist. Ewigen Wald? Ich meine, achso, ja gut. Ich wollte gerade schon sagen, hä, wieso setze ich jetzt Bidifas ein? Zorua hat ja die Fähigkeit, dass es die Gestalt des als letzten im Team befindlichen Pokémon annimmt. Und ich glaube, diese Somnian kann jetzt gar nichts mehr gegen uns ausrichten. Das ist schon mal sehr gut. Ein Unlicht-Pokémon ist halt doch immer wieder ganz brauchbar. Vor allem, wenn man eben ein Psycho-Pokémon als Gegner hat. Ich meine, hier wird uns ein Kadabra zum Beispiel jetzt nicht unbedingt begegnen, aber ja, Somnian oder so Pokémon wie Mobitest oder Zitomega, die können ganz schön gefährlich werden, wenn man da kein Out gegen hat. Von daher ist es gar nicht so verkehrt. Gut, Nidoran und Blade sollen sich definitiv noch entwickeln vor der nächsten Arena. Und ich habe mir eigentlich auch schon überlegt, ob ich Habitak noch auf Level 20 dann bringen werde. Da muss ich ja so ein bisschen überlegen, auf welches Level bringe ich meine Pokémon? Ich meine, die Arenaleiterin hat Pokémon auf Level 20, meine ich. Und ich glaube, ihr guckt mal bei Level 20 und da wollte ich eigentlich auch so in die Richtung gehen. Also ich denke mal so Level 19, 20 herum. Weil ja, Aloe kann, glaube ich, dort ziemlich gefährlich werden. Die könnte eine der gefährlichsten Arenaleiter im Spiel werden. In der kompletten Challenge. Einfach, ja, Normal-Pokémon können halt doch ziemlich gefährlich sein, gerade zu diesem frühen Stadium. Wenn man da noch kein gescheites Pokémon gegen hat, kann das ganz schön gefährlich werden. Von daher, ja, müssen wir aufpassen. Wir haben kein Kampf-Pokémon, also keine effektiven Attacken. Und sowas ist immer gefährlich. Ich meine, Terrybug und Kukmada hat sie ja, soweit ich weiß. Yay, Nidoran entwickelt sich. Sehr schön. Ja, wie wir das dann mit der Entwicklung von Nidorino machen, weiß ich noch gar nicht. Ich muss mal gucken, wann man einen Mondstein finden kann in diesem Spiel. Sollte das Ganze erst nach der Liga passieren, hätte ich gesagt, entweder besorge ich mir ein per Cheat, dass ich eben ein Mondstein mehr cheate. Oder wir werden es als Nidorino behalten müssen. Das werden wir dann mal sehen, wenn es soweit ist. Ich werde, wie gesagt, erst einmal nachgucken, ob wir einen Mondstein noch finden. Ich meine, eventuell, okay, Kiesling ist schlecht für Habitak.
Wenn wir keinen Mondstein finden sollten oder irgendwie bekommen sollten vor der Liga, dann... Ja, werde ich mir wahrscheinlich einen irgendwie auf anderen Wegen... Kannst du bitte aufhören, mich zu critten? Ja, wir critten zwar zurück. Okay, Härtner. Mann, diese Crits in diesem Projekt. Was ist da los? Wir werden permanent gecrittet. Meine Güte. Gefällt mir absolut gar nicht. Nein, nein. Ich meine, in der 5. Generation wurden Crits ja, glaube ich, sogar schon ein bisschen genervt. Oder? War das hier schon so? Ich meine, bis zur 4. Generation war es auf jeden Fall noch so, dass Crits verdoppelten Schaden gemacht haben. Irgendwann war es nur noch 50%, meine ich, oder? Okay, Wingard hätten wir hier auch noch bekommen können. Ja, wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, mit Bidifast sind wir eigentlich ganz gut beraten. Würde ich mal behaupten. Was hast du denn noch so Schönes? Ich weiß, irgendwer hier hat das Schallquab. Ich glaube, du bist das sogar, oder? Ja. Okay. Er hat die drei Schallquab. Dann weiß ich ja schon mal, wen wir gleich reinwechseln werden. Oder jetzt schon, weil es dauert mir jetzt schon zu lang. Auch wenn vermutlich jetzt ein Superschall kommen wird und er wahrscheinlich treffen wird, weil NPC setzt ihn ein. Ne, Blubstrahl, okay. Sehr gut. Rasierblatt. Gegen den Strich rasieren, bitte. Und tschüss. Der Typ hat wohl einen Schallkorb-Fetisch. Er hat drei Stück davon. Aber gut, da es hier kein Karpador gibt, muss es ja irgendeinen geben, der ein Äquivalent dazu ist. Das Blatt allerdings langsamer ist als diese Schallkorb, obwohl sie vom Level her niedriger sind. Gefällt mir schon mal gar nicht. Und dass es sich, glaube ich, sogar erst nach der Arena entwickeln wird, gefällt mir auch nicht so wirklich. Warum überlebst du? Achso, Heule. Heule nicht so viel rum, du Memme. Ich meine, du machst schon so ein leitendes Gesicht, aber trotzdem. Heule mir nicht so viel vor. Das muss nun wirklich nicht sein. Gegengift, okay. Kann man immer mal gebrauchen. Das hier war das dunklere hohe Gras. Hier können Doppelkämpfe auftauchen, also vorsichtig. Los, nichts encountern. Ich weiß, hier gab es noch einen Kampftrainer. Er war jetzt keiner. Komm, wir setzen mal Bidifast ein. Ich muss mir doch noch ein paar Gedanken machen, was ich in der Arena mache. Also Nidorino wird definitiv wichtig wegen dem Doppelkick. Das hat die einzige Stab-Attacke und die wird sehr wichtig sein. Das darf man definitiv nicht... vernachlässigen. Allerdings, ja, Terrybark hat Bedroher, hat einen guten Angriff, einen Stab vor allem. Und ich vermute mal, sie werden allesamt Heimzahlung drauf haben. Was gar nicht so gut sein wird für uns. Gerade mit dem Kog'Maw wird das vermutlich ganz schön reinhauen.
Ja, gut. Außer wir werden die Pokémon wegcritten. Das wäre natürlich super. Wenn wir das bekommen könnten. Okay, hier sind die Kampftrainer. Ich glaube, der hat einen Praktibalk, oder? Konnte Praktibalk schon irgendeine Gesteinsattacke? Wir hatten hier eine coole Musik. Ja, doch. Jaden! Jaden Yuki möchte kämpfen. Er ist ein Kämpfer und Level 16. Bitte hab keinen Steinwurf. Energiefokus, das gefällt mir jetzt schon nicht. In Verteidigung. Gefällt mir halt wirklich nicht. Es kann Steinwurf. Gut, dass ich gewechselt habe. Ich glaube, das hätte Habitak nicht so sehr überstanden. Kannst du jetzt einfach draufgehen, bitte? Es ist unser Hund am Kläffen. Ich hoffe, das hört man nicht. Hat nämlich gerade geklingelt. Das ist immer nervig, aber kann man nichts dann ändern, ne? Aber ich glaube, mit meinem momentanen Mikro sollte man es nicht hören. Mit meinem ersten Mikro, was ich damals noch genutzt habe, dürfte das anders sein. Ja, wenn man hier einen Kampf-Pokémon dabei hat und hier gegentritt, kann man irgendein Item bekommen, was man dann verkaufen kann. Ich weiß gar nicht, was das war, ein Sternstück? Irgendwas halbwegs Wertvolles, glaube ich sogar. Aber da wir ja keins haben, kann ich das auch nicht zeigen. Tut mir leid. Das Spiel wollte mir ja kein Praktibald geben. Was man auch auf dieser Route hier, glaube ich, antreffen kann, ne? Ich meine schon. Ja, Praktibalk habe ich auch in meinem Pokémon-Schwert-Team gehabt, also meinem privaten Durchgang. Habe ich mir allerdings erst zum Ende gefangen. Halt vor der Liga. Beziehungsweise, ja, richtig Liga gab es ja nicht, ne? Vor der, ja, vor dem Champ-Turnier da. Da hatte ich mir das gefangen in der Naturzone. Ein Meistergriff auf Level 55, glaube ich sogar. Weil ich halt gerade keinen parat hatte, der mein Stripuli hätte tauschen können zur Entwicklung. Und ja, da habe ich mir dann einfach eins gefangen. War ganz nett. Kann ganz gut reinhauen. So. Mit wem leaden wir hier? Ich glaube einfach mal mit Otaro. Denn, genau, wir kommen nicht einfach so in die Arena hinein. Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben. Ich möchte die Wünsche der Pokémon in ihren Pokébällen sehen. Ich will den wahren Sinn des Trainerdaseins erkennen. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich und zufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du doch mit mir, nicht wahr? Klingt gar nicht so verkehrt. Ich verstehe, dann erlaube mir an deinem Beispiel zu überprüfen, ob es mir zusammen mit meinem Freund möglich ist, einen Blick auf eine solche Zukunft zu erhaschen. Okay, er leadet mit Dusselgur.
Ja, Ann hat ja, glaube ich, sogar in jedem einzelnen Kampf unterschiedliche Pokémon. Also in jedem Kampf, den wir gegen ihn haben werden, wird er andere Pokémon einsetzen. Wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, das sind immer Pokémon, die zur jeweiligen Route passen. Also zu dem jeweiligen Gebiet, in dem man sich so befindet momentan. Und ja, finde ich eigentlich immer ganz cool. Allgemein, N ist eigentlich... Ja, gut, ich glaube, man kann schon ein bisschen spoilern was sagen. Ich weiß es nicht. Eventuell sind hier auch Leute dabei, die Pokémon Schwarz und Weiß nicht gespielt haben oder vielleicht nicht mal so kennen. Und ja, deshalb tue ich ja auch zumindest, was die Story angeht, immer noch alles vorlesen und all. Das ist mir dann schon wichtig, das mitzunehmen. Auch schon, weil ich ja eben seit Pokémon Weiß dem LP dazu nicht mehr diese Spiele gespielt habe. Mann, ich traue mich hier nicht so ganz mit Habitak. Im Praktikbug zu wechseln. Einfach wegen der Gefahr des Steinwurfs oder ja, einem Crit. Und Habitak ist ja noch relativ fragil. Das ist mir zu gefährlich. Ich möchte Habitak ja natürlich jetzt auch nicht unbedingt verlieren. Das ist ein wichtiges Pokémon für die nächste Arena. Also die dritte. Mit den Freunden, die mich im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit führen. Noch komme ich nicht auf die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Eine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Und ich weiß auch schon genau, wer diese Macht für mich bereithält. Zekrom, das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit dem Helden die Einarregion gründete. Ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir beide werden Freunde sein. Ja, ich muss auch wirklich sagen, Pokémon ist ja allgemein jetzt nicht so unbedingt ein Spiel, das man auf die Story beschränken kann. Die Story ist eigentlich mehr oder weniger Nebensache. Dafür muss ich aber sagen, finde ich die gerade in der fünften Generation ziemlich gut. Also für Pokémon-Verhältnisse ist die Story wirklich nicht verkehrt. Unglaublich, ein Blick auf dieses Skelett genügt und ich bin hin und weg. Guten Tag, ich bin Baldur, der stellvertretende Direktor hier. Wollen wir die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Da wähle zum Beispiel dieses Skelett hier. Es stammt von einem Drachen-Pokémon. Als es am Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück ereilt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Sieht wie ein Dragoran aus. Dieser Stein ist einfach die Wucht. Das ist nämlich ein Meteorit. Der trägt sicher irgendeine Energie aus dem Weltraum in sich. Das ist einfach nur ein gewöhnlicher alter Stein. Auch wenn er irgendwo in der Wüste gefunden wurde, ist und bleibt er einfach nur alt und wohl auch wertlos. Wir stellen ihn hier nur deshalb aus, weil er so wunderschön ist. Wow. Na gut, manche Gemälde, wo ich mich frage, warum sind die so wertvoll, werden ja auch ausgehangen, von daher, ne? Da ist die Pokémon Arena. Im hintersten Winkel der Arena wartet die ebenso starke wie liebenswürdige Arenaleiterin. Und falls du es noch nicht wusstest, es handelt sich um meine Frau Aloe. Aloe Vera, oder was? Hallo. Hinten im Museum wartet die Pokémon Arena auf diejenigen, die sich ihren Herausforderungen stellen wollen. Ich sage dir, wann, man wird dort ganz ehrfürchtig. In diesem Sinne, vielleicht kannst du ja hiermit etwas anfangen.
In dieser Arena gibt es ausschließlich Trainer mit Pokémon vom Typ Normal. Und jetzt mal ganz unter uns, diese Pokémon sind nämlich anfällig gegen Kampf-Pokémon. Rund um den ewigen Wald tauchen diese Kampf-Pokémon immer mal wieder auf. Ja, haben wir gesehen. So, und jetzt gibt der irgendwas? Ja, ich weiß. Man kann ja eigentlich nicht verkacken. Zumindest nicht das Arena-Rätsel. Ich glaube, wir kämpfen uns einfach mit Nidorino durch und meine anderen Pokémon werde ich dann off-cam nachtrainieren. Auch wenn wir dann entsprechend vielleicht keine Entwicklung sehen, aber ja. Ich werde so oder so nochmal ein bisschen trainieren müssen. Nasenrot. Was willst du damit? Aber Level 17 ist schon... Also das muss man wirklich sagen, die Levelkurve ist ziemlich hart. Knirscher? Wow. Kennen wir... Ach, Scanner. Muss das sein? Dann kennen wir schon mal... zwei Attacken definitiv von diesem Kuckmarder. Knirscher und Heimzahlung, weil das wird ja, soweit ich weiß, die... Arena-Attacke sein. Ja gut, hier muss man halt das jeweilige Buch finden, das man als Rätsel hier aufgetragen bekommt. Was war das erste Pokémon, dem du hier ein Nasenrotz? Wo war das nochmal? Ah, hier, okay. Nasenrot. Wenn im Inneren Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Auf welches Buch könnte, ja. Sie da, Sie haben das Buch. Jo, Lokomotiven, stimmt. Easy. Ja, wir werden jetzt noch das Arena-Rätsel hier lösen. Also Rätsel in Anführungsstrichen. Es ist ja eigentlich relativ offensichtlich, was man hier machen muss. Oh, Terrybug. Okay, das ist schon mal eine gute Übung für uns. Es hat keinen Bedroher. X-Abwehr. Okay. Wow. Natürlich flincht es uns, ist ja klar. Aber sag ja, Terrybug ist gefährlich. Gerade zu diesem Stadium ist das Teil echt gefährlich. Es ist relativ tanky. Ha! Teilt gut aus. Und hat eben noch den Bedroher. Als potenzielle Fähigkeit, was ganz schön böse sein kann. Gerade weil ich auf Nidorino eben bauen muss. In dieser Arena. Deshalb wäre es auch schon eine Überlegung, es einfach auf Level 20 zu bringen. Okay, irgendwas mit Knurspe. War, glaube ich, hier vorne. Ja, Pokémon Gebäck. Die Knurspe. Ja, ja. Sinnoh. Auch eine schöne Region. Wo man ja viele Gerüchte gibt, dass es dort ein Remake zu geben wird. Würde ich begrüßen.
Hätte ich auch lieber gehabt als Pokémon Let's Go. Aber, naja. Ist halt leider noch nicht gekommen. Jetzt mit den DLCs ist die Frage, ob dieses Jahr überhaupt noch ein neues Pokémon kommt oder erst nächstes Jahr. Oder vielleicht sogar noch später. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir werden das sehen. Würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn es noch mal eins geben wird. Also ein Remake zur 4. Generation. Wäre auf jeden Fall gut. So, damit hätten wir auch die Arena abgeschlossen. Nur noch die Arenaleitern fehlt. Das Buch lesen wir noch und dann würde ich auch schon mal sagen, war's das mit Pokémon Schwarz für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir mit einem etwas trainierteren Team als momentan um unseren zweiten Orden ringen. Ich hoffe mal, das wird was. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.